Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich den ehemaligen Torwart des HSV und des SC Freiburg sowie aktuellen Berater des Vorstands von Altona 93, Richard Golz. Ahoi, Richard. Ahoi, Lars. Lieber Richard, ich könnte ja noch ganz viele andere Funktionen aufzählen. Du bist ja im richtigen Leben, sage ich mal, Personalberater. Aber wir reden ja nicht über das richtige Leben, sondern wir reden über Sport. Und da hast du eine ganz besondere Situation erlebt. Am Wochenende hat der HSV recht knapp bei Rot-Weiß Essen gewonnen und du warst gar nicht so eindeutig für den HSV, wie man denken könnte als ehemaliger Torwart, denn dein Sohn wiederum hat die Linie fast sauber gehalten bei Rot-Weiß Essen. Wie waren denn jetzt deine Gefühle und wie hast du es erlebt, das Spiel? Das war natürlich am Ende tragisch für RWE, weil sie das Spiel in der Verlängerung kurz vorm Elfmeterschießen verloren haben. Ich habe mir die Freiheit rausgenommen, in dem Spiel zu 100% für meinen Sohn und RWE zu sein. Hat leider nicht ganz gereicht, aber ich bin ehrlich gesagt immer noch ein bisschen traurig, weil es war auf Messerschneide. Bis zum Schluss ging es hin und her. Und natürlich, wenn man unbeteiligt ist, ein tolles Spiel zum Gucken. Wenn man irgendwie familiäre Bande hat, hat es mir fast das Herz zerrissen. Wie bist du denn während des Spiels? Knabberst du an einer Bratwurst oder kannst du überhaupt nichts verzehren und knabberst an den Fingernägeln oder bist du am Pöbeln oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wir sind mit Family und Friends mit insgesamt 7 Leuten da gewesen, haben uns so einen Sprinter gemietet in Hamburg, sind da hingefahren, haben das dann gemeinsam auf der Tribüne geguckt und jeder auf seine Art und Weise sehr emotional, der eine ein bisschen ruhiger, der andere ein bisschen. Bei mir ist es größtenteils ruhig, aber gibt dann schon immer Situationen, wo ich dann auch am Schreien bin. Also habe dann auf der Rückfahrt im Bus gesessen und habe dann gemerkt, auf einmal bin ich heiser, was eigentlich echt selten oder schon lange, lange nicht mehr vorkam. Also ja, ich gehe schon mit, merke auch, oder habe dann so gemerkt, wie viel ich geschwitzt habe. Es war auch warm, wir haben in der Sonne gesessen. Also es war körperlich und mental maximale Herausforderung. Wie hat es dein Sohn erlebt? Also wann sprichst du dann das erste Mal mit deinem Sohn? Schon eine Stunde nach dem Spiel und schickst ihm schon eine SMS und sagst, hättest du halten können? Oder bist du der gütige Vater und sagst, Junge, wir reden da morgen drüber? Nein, wir haben uns nach dem Spiel noch kurz gesehen. Wir sind dann zwar zurückgefahren, aber haben uns noch kurz gesehen und verabschiedet. Aber natürlich in dem Moment nicht über das Spiel gesprochen. Da war ja die ganze Familie da und da gibt es dann andere Themen, beziehungsweise war da auch nicht viel Zeit. Und in dem Trubel dann auch noch im Stadion kann man ja nicht in Ruhe sprechen. Wir haben dann am nächsten Tag gesprochen, so wie wir eigentlich meistens nach den Spielen uns unterhalten oder überhaupt spricht man ja öfter miteinander. Aber in der Regel am Tag nach dem Spiel sprechen wir immer über das Spiel und ich sag dann schon hier und da, was mir auffällt, muss gar nicht unbedingt immer zu ihm sein, sondern ganz allgemein. Und das macht auch immer Spaß, über Fußball zu sprechen nach wie vor und dann auch dann so eine Entwicklung zu sehen von ihm. Er ist schon toll, das macht Spaß zu begleiten oder auch zu beobachten. Und ich hoffe, dass es irgendwann die Gelegenheit gibt zur Revanche gegen den HSV. Du bist ja jetzt nicht so ein Modefan, der jetzt nur zum DFB-Pokal hingefahren bist, sondern wenn man dich auf den sozialen Medien verfolgt, dann merkt man auch schon, dass du zu reichlich Gurkenspielen in der letzten Saison auch gefahren bist. Essen hat ja so mittelgut abgeschlossen. Ich sag mal, da gibt's dann ja auch Spiele, wo man sich wahrscheinlich nicht nur als Ex-Profi fragt, was mache ich hier eigentlich? Wie ist denn das irgendwie? Baust du dir das richtig frei, dass du am Wochenende dann, ich meine, es sind ja auch mal locker 3-4 Stunden, die man da hinfährt, ne? Nach Essen. Ja, das ist schon manchmal eine logistische Meisterleistung, oder Meisterleistung vielleicht nicht, aber auf jeden Fall gucke ich schon immer mit ein bisschen Vorlauf. Wer spielt wo? Ich versuche natürlich auch das ein oder andere Spiel von Altona noch zu sehen. Dann fahre ich nach Essen oder ich fahre auch gerne mal zum Auswärtsspiel, war letztes Jahr in Mannheim zum Beispiel oder in Freiburg. Da mache ich es dann so,
Jetzt zum Beispiel Anfang September spielt Rot-Weiß Essen gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg, meiner alten Heimat, dritte Heimat ist es. Da fahren wir dann hin und machen eine Woche Urlaub drumherum, weil das jetzt auch nicht direkt um die Ecke ist. Also Fußball hat nach wie vor einen sehr großen Platz in meinem oder in unserem Leben, aber das macht schon auch echt großen Spaß, und über die Qualität der Spiele kann man dann hinwegsehen, wenn es auch richtig spannend ist. Und dafür ist die dritte Liga prädestiniert. Da weißt du nie, was passiert. Und ich meine, das ist so ein bisschen auch der Trend allgemein im Fußball. Da habe ich das Gefühl, dass die Qualität gar nicht mehr so wichtig ist, sondern da geht es mehr um Entertainment und Zusammengehörigkeit und Emotionen im Stadion. Die Leute feiern sich ja immer mehr oder immer öfter eher selbst. Und dann ist Fußball noch Dekoration dazu. Aber ganz so schlimm ist es nicht. Also ich freue mich über gute Spiele, aber ich freue mich auch über Siege mit schäbigem Fußball von RWE oder Altona 93 oder dem HSV natürlich. Wie ist denn das? Kannst du dann nach dem Spiel sofort umschalten und dich dann doch für den HSV freuen, weil die jetzt in die nächste Runde gekommen sind? Und ich sag mal, die sind ja auch immer knapp bei Kasse. Für die ist das ja auch schon mal ganz wichtig, in die nächste Runde zu kommen, ne? Ich habe ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht an den HSV gedacht. Natürlich können die sich freuen, dass sie weitergekommen sind. Und es ist ja auch dann, wenn RWE schon verlieren muss, dann gerne gegen den HSV. Ich kann dann wieder umschalten. Am Samstagabend gucke ich zum Beispiel HSV gegen Hertha. Bei Hertha habe ich 2 Jahre als Torwarttrainer in der ersten Liga gearbeitet. Da habe ich auch noch eine Verbindung. Also ich suche mir auch gerne Spiele aus, wo ich auch einen direkten Bezug habe und wo man vielleicht auch noch ein paar Leute treffen kann von früher. Und so ganz anonym bin ich fußballerisch nicht unterwegs. Wer wird denn am Ende der Saison besser abschneiden, Hertha oder der HSV? Also momentan scheint ja der HSV ein bisschen die Nase vorn zu haben. Aber glaubst du, dass die halbe Familie Dardai die Hertha wieder auf den Aufstiegsränge bringen wird? Das ist allerdings eine extrem spannende Konstellation. Also ich habe ja Jakob, meinen Sohn, 2 Jahre auch beim HSV trainiert. Das war dann Individualtraining als Torwarttrainer. Wenn ich mir vorstelle, 3 meiner Söhne jeden Tag im Training zu haben, für mich wäre das, glaube ich, nichts. Ich ziehe da einen großen Hut vor. Ich glaube, dass Hertha aktuell noch nicht so auf dem Radar ist. Ich glaube aber, dass das eine ganz hungrige junge Mannschaft ist, die am Ende überraschen wird. Und wenn beide aufsteigen, hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Und dann ist im Prinzip ja die Reihenfolge egal. Aber Relegation muss jetzt nun wirklich nicht sein. Und Gott sei Dank können die beiden ja auch nicht in diesem Jahr gegeneinander spielen. In der Oberliga ist dir allerdings die Reihenfolge nicht egal. Da steht Altona mit 9 Punkten aus 3 Spielen sehr, sehr gut da. Wie sind denn so da deine Gefühle und die Aussichten? Ja, ich freue mich, dass es einen guten Saisonstart gab. Im Pokal sind wir auch schon 3 Runden weiter. Gestern gegen FC Ellers 10-0 gewonnen. Das ist wirklich absolut Basisfußball. Das ist dann nochmal eine andere Kategorie, macht aber auch genauso viel Spaß. Ich bin am Rande noch dabei, weil ich nicht die Kapazitäten habe zeitlich, aber versuche natürlich so ein bisschen auch aus meinem Netzwerk vielleicht hier und da noch ein paar Synergien zu schaffen und dabei zu bleiben. Und vielleicht habe ich irgendwann wieder mehr Zeit, aber aktuell kommt es ein bisschen zu kurz. Trotzdem sind die Ambitionen, wieder in die Regionalliga aufzusteigen. Das Stadionthema schwebt ja immer noch so ein bisschen über allem, solange da nicht der erste Stein schon über dem anderen liegt. Also bis das steht, vergeht noch ein bisschen Zeit. Und wir wollen wieder in die Regionalliga hoch, möglichst bevor das Stadion gebaut wird oder fertig ist. Und das ist 26 oder irgendwie 27. Wenn es dann so schnell geht, das ist ja mit dem Bauen immer so eine Sache. Also das ist alles eher mittelfristig angelegt. Aber letztes Jahr haben wir eigentlich nur 2 Punkte haben gefehlt, um ETV einzuholen. Wenn man darüber nachdenkt, dass wir im direkten Vergleich gegen ETV in der, ich glaube, 94. Minute den Ausgleich gekriegt hätten, dann wäre das jetzt rein mathematisch im Nachhinein betrachtet, was man ja eigentlich nie machen soll, dann wären wir eigentlich vorm ETV gewesen und dann hätten wir auch die Aufstiegsrunde gespielt. Also ich glaube, wir haben gute Chancen. Wir haben eine coole Mannschaft, gute Jungs, super Teamgeist, der über viele andere Dinge vielleicht hinweghilft. Also das macht Spaß, die Jungs zu sehen, wie die miteinander umgehen, und super diverse Mannschaft. Das ist Altona pur.
Jetzt haben wir eine ganze Zeit lang über die Randsportart Fußball gesprochen. Das wichtigste sportliche Ereignis findet allerdings am Samstag auf dem Dom statt. Das Mensch Hamburg Kamerenderby findet wieder statt. Und dort werden wir ja auch eine gute Leuterunde haben mit zahlreichen Leuten, die bekannt sind aus Film, Funk und Fernsehen. Und dieses Feld wird von dir sozusagen angeführt. Du bist auch mit dabei, lieber Richard. Nur zur Erklärung, falls es Leute falsch verstehen, Kamerenderby, du musst also nicht zwischen zwei Höckern sitzen, sondern du musst einfach nur Kugeln mit einer ruhigen Hand in die richtigen Löcher schieben, sodass sie durch verschiedene Punkte, die es da gibt, Schritte nach vorne machen und am Ende stehst möglicherweise du als Gewinner da oder vielleicht aber auch jemand anderes. Wann hast du das letzte Mal gespielt? Wann warst du das letzte Mal auf dem Dom? Das letzte Mal auf dem Dom war, glaube ich, vorletztes Jahr. Ich bin schon am Überlegen, ob ich vorher noch ein bisschen trainiere, um ein ruhiges Händchen zu haben. Das ist so, ich sage ganz ehrlich, die Kugeln sind größer und nicht ganz vergleichbar, aber so Bowling oder Kegeln war bis jetzt noch nicht meine größte Stärke. Das ist ja noch mal ein bisschen filigraner. Ja, vielleicht sollte ich noch mal mit Murmeln oder so anfangen, wie früher auf dem Schulhof. Das habe ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Wie gut kannst du denn dich jetzt konzentrieren und fokussieren? Ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste, ne? Ja, also stellst du die Ernährung um in den letzten Tagen vorher? Ja, ich versuche zwischen den Mahlzeiten kaum feste Nahrung zu mir zu nehmen. Höchstens Kamelmilch. Genau. Ja. Wir hatten mal jemanden, der tatsächlich mit einer ruhigen Hand da hinkommen wollte und so eine Manschette hatte, die man, glaube ich, auch vom Bowlen her kennt. Kannst ja, du dir sowas noch vorstellen? Ja, oder ich tape mir irgendwie, mach so ein Streckverband, dass man vielleicht gar nicht mehr irgendwie zittern kann, sondern das alles, oder vielleicht muss man es eingipsen und dann hat man keine Chance zu verreißen. Vielleicht wird ja dann Altona 93 auch noch eine eigene Sparte eröffnen. Wenn du jetzt gewinnst, dann ist ja alle Türen offen und es wird eine Kamerenderby-Sparte irgendwie geben, ne? Oder? Das wäre ja auch eine gute Gelegenheit, das in das neue Stadion mit zu integrieren, so eine Anlage vielleicht, so eine Multifunktionsanlage, wo man eben auch noch Kamelrenn-Derbys veranstalten kann. Also ach, ja, Diversifizierung nennt man das ja dann, ne? Ja. Ich merke schon, das wird ein ganz fantastisches Spektakel, alles zugunsten von Mensch Hamburg, wo wir Geld einsammeln und das dann einem guten Zweck zuführen werden. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Gibt's denn irgendwas, worüber du dich besonders zuletzt aufgeregt hast oder was du besonders toll fandest? Eine kleine Anekdote aus den letzten Tagen? Wo ich gerade beim Stichwort Diversität war. Ich bin ja auch ein großer Freund von Diversität. Also ob es jetzt im Leben ist, in der Gesellschaft, in der Natur oder im Sport. Ich finde das super zum Beispiel, dass die Sea Devils, also Nice ist für mich die Sea Devils, die einfach das sportliche Angebot in Hamburg wieder ein bisschen erweitern. Die Leute gehen ins Stadion. Ich war selber auch da. Das wird angenommen. Und das ist für alle, die im Sport unterwegs sind, immer besser, wenn es mehr Angebot gibt. Das ist keine Konkurrenz, so sehe ich das. Die machen einfach einen guten Job, die Kareitscher-Brüder, Jungs und Mädels drumherum. Ich finde das toll, dass es die Sea Devils wieder gibt, dass die eben auch die Leute ins Stadion holen und ich hoffe, dass es so bleibt. Also das finde ich super und da drücke ich auch die Daumen aus der Entfernung. Sehr schön. Lieber Richie, wir sehen uns am Samstag. Da kommt es dann zum großen Duell der Kamelgiganten und möglicherweise bist du ja einer. In diesem Sinne ja, sage ich Ahoi. Ahoi, ich danke dir. Wir sehen uns. Bis bald. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.